3, 2, 1, Boys und Team Start. Hallo Leute, heute zum neuen Commentary auf der Map Cargo in Shanghai oder so, glaube ich, ist das. Das Spiel ist von dem Evolution von meinem guten alten Freund hier. Danke, dass ich dein Video haben kann. Link ist natürlich in der Beschreibung und so. Ja, BDW angepasst, wie gesagt. Und jo, gehen wir mal hier. Dann zu dem heutigen Thema, wie ihr schon oben in der Beschreibung gelesen habt, heißt das Thema meine Lieblingstreihandys plus Erklärung und so dem ganzen Zeug hier, da ich mir jetzt ein Handy kaufen wollte oder will oder noch immer mache eigentlich, dachte ich mir, ich mache euch mal für euch, wenn ihr euch ein Handy kaufen wollt und ihr meine Ratschläge gern wollt, dann könnt ihr sie ja beachten, ihr müsst sie natürlich nicht beachten und ich sind auch nur meine Vorschläge und es ist auch nur mein Ding, also ja, fangen wir an mit der Nummer 3. Jetzt ist das Note 2, Samsung Note 2, glaube ich, heißt das, ja, irgendwie so. Es hat ein 5,6 Zoll AMOLED Display, so 8 Megapixel Kamera, Android 4.1.1 und 16 GB intern Speicher auf 32 GB ausweitbar. Das sind meine Pluspunkte jetzt für euch. Meine Minuspunkte sind, es ist sehr unpraktisch, da es sehr, sehr riesig oder groß ist oder wie man es nennen will. Es ist schon fast ein Tablet, finde ich. Der Preis ist für mich okay für diesen Display und so. Für 515 Euro finde ich das Ganze okay. Natürlich alles ohne Gewähr, also ohne Vertragsbindung oder ähnliches. Und dann Minus ist dann auch die Kamera, weil mit 5, 8 Megapixel macht man wirklich keine schönen Fotos. Und wenn man wirklich schöne Fotos machen würde, dann würde ich ein anderes Handy empfehlen. Ja, es bekommt 7 Punkte vom Aussehen von mir und das andere, das Allgemeine ist dann noch 7 Punkte. Das heißt, es bleibt bei 7 Punkte allgemein für dieses Handy und ist bei mir auf Platz 3. Dann auf Platz 2 ist das HTC One X Plus. Es hat einen Quad-Core 1,7 GHz Nvidia Tegra 3 Prozessor. Dann hat es einen 4,7 Zoll Super LCD 2 Touchscreen mit 1082x720 Pixel Gorilla Glass 2. Und ein Gewicht von 135 Gramm Online-Speicher, 25 GB Dropbox-Speicher 2 Jahre kostenlos plus 7 GB SkyDrive-Speicher lebenslang kostenlos. Jo, das waren mal die Pluspunkte hier. Und der nächste Pluspunkt ist natürlich der der geilste Sound, was es auf dem Handy gibt, so sagen sie, das ein Audio-Beat-System hat. Und ich kann es leider nicht sagen, aber ich glaube, das stimmt sogar. Und es hat 64 GB Speicher. Oh, jetzt kommt noch der eine Minuspunkt, der es nicht auf Platz 1 schaffen würde, weil der Preis mit 565 Euro oder 55 Euro auf Amazon finde ich sehr geil. Aber es gibt genau einen negativen Punkt und ja, der ist leider, dass die Kamera zu schlecht ist und es gibt leider ein besseres Handy um den Preis und dieses verrate ich jetzt. Ja, es ist das Xperia Z, das hier erst am Dienstag für T-Mobile rauskommt, das ich mir am 20. September holen werde, schätze ich mal, da ich da meinen Vertrag kündige und bei T-Mobile einen Vertrag mache und das Handy mir hoffentlich nicht mehr als 100 Euro kosten wird. Jetzt zu den Daten. Es hat eine 13 Megapixel Kamera, ein 5 Zoll Display, LTE hat es. Dann hat es 1,5 GHz Quad-Core-Prozessor, eine IP55 und eine IP57 Zertifikation. Das heißt, es ist wasser- und staubdicht und dies ist doch wirklich geil. Es hat ein Android 4.1.1, wird aber nächstes Monat auf die 4.2 raufkommen. Und es hat einen 16 GB Internet-Speicher. Es bekommt von mir 9 Punkte für das Aussehen. Wie ihr wisst, ihr seht immer die Fotos jetzt hier schon. Vielleicht habt ihr es noch nicht gemerkt, weil ihr nicht hinschaut. Dann schaut jetzt mal hin. Und allgemein hat das 9 Punkte. Es gibt eigentlich nur einen Minuspunkt. Das ist ein bisschen der Preis. Ich würde das Handy gerne ohne LTE haben, da ich dies nicht nutze. Das wäre natürlich dann sehr schön, wenn es dann um die 500 Euro doch noch hier wäre. Aber ja. Das waren meine drei besten Handys. Abonniert das, kommentiert das, habt ihr Fragen, dann schreibt ihr mir dies und in der Beschreibung stehen auch die Links zum Kaufen von Amazon.
Bis zum nächsten Mal, Pause, ciao.